Du, Andreas, in uns. Hey, ich bin Caro. Und ich bin Andreas. Du, wie kann ich denn als Meeting-Organisator für einen reibungslosen Ablauf eines Meetings sorgen, so ganz ohne Störungen? Ja, das kennen wir alle. Bei irgendjemandem bellt der Hund im Hintergrund oder irgendjemand präsentiert was, obwohl er überhaupt noch nicht dran ist. Bei Offline-Meetings, wenn alle vor Ort sind, ist das relativ einfach. Bei Online-Meetings etwas schwieriger. Aber Teams macht uns das wirklich einfach, sowas zu steuern. Ich habe hier schon mal ein Meeting aufgesetzt. Wenn man da reinschaut... Ah, Antonia ist schon da. Genau. Hallo, Antonia. Hat jeder Teilnehmer jetzt unten die Steuerungsleiste. Mhm. Da kann ich einstellen, was mit der Kamera ist, was mit meinem Mikrofon ist, welche Inhalte ich teilen will. Über die drei Punkte kann ich noch weitere Sachen einstellen. Als Meeting-Organisator auch ganz wichtig, hier könnte ich eine Aufzeichnung starten, die dann nach dem Meeting automatisch auf Stream bereitgestellt wird. Aber rechts davon wird es nochmal spannend. Einmal habe ich die Unterhaltung, das heißt, ich habe den Chatbereich. Als guter Meeting-Organisator schaue ich natürlich immer in den Chatbereich, damit ich sehe, ob irgendjemand im Online-Meeting auch irgendwie über den Chat versucht, am Meeting teilzunehmen. Und hier ganz rechts haben wir die Teilnehmerliste. Und da kann ich jetzt auch die Hunde stumm schalten? Genau. Also wenn bei Antonia hinten ein Hund bellt, gehe ich hier einfach auf die drei Punkte und schalte sie stumm. Und dann könnte ich sie auch noch anheften an der Liste. Das heißt, sie ist immer oben in dem Meeting, wenn ich viele Teilnehmer habe. Ich könnte sie aus dem Meeting entfernen. Oder ich kann dich zum Beispiel hier zum Referenten hochstufen. Und dann kannst du in diesem Meeting auch deine Präsentation teilen mit den anderen. Das ist ja super. Dann steht ja einem störungsfreien Meeting echt gar nichts mehr im Wege. Genau. Weitere Funktionen von Microsoft Teams gibt's in den anderen Videos.